dem Krater, den der Meteor schlug, hoben vor fast 6000 Jahren Sumerer und Ägypter gediegenes Eisen. Dankbar nannten sie es Metall des Himmels. Dem Deutschen warfen die Götter nichts in den Schoß, aber schon vor mehr als 2000 Jahren brach er im Siegerland Eisenstein, zwang ihn im Schmelzofen sich aufzuschließen und herzugeben den schimmernd geschmeidigen Schatz Stahl.
eines Volkes.